Die Inflationsrate liegt auf Rekordniveau. Sie ist zuletzt sprunghaft angestiegen bis auf einen Wert von 7,3%. Diese Inflation, gerade wenn sie so hoch ist, senkt unsere Kaufkraft, gerade von dem Geld, das nicht oder falsch angelegt wird. Entsprechend suchen viele gerade nach Möglichkeiten zum Inflationsschutz und es gibt viele Ratgeber dazu. Anleger kaufen dann Sachwerte, bestimmte Aktien oder inflationsgeschützte Anleihen, übersehen dabei aber eine wichtige Sache. Sie glauben nämlich an eine trügerische Sicherheit und ein Versprechen, das viele Ratgeber machen, das es dabei aber nicht gibt. Und ich möchte dir erklären, weshalb sie dabei eben diesem Irrtum erliegen. Damit herzlich willkommen, ich bin Jannis und ich möchte dir hier zeigen, wie du wissenschaftlich fundiert anlegen kannst, analysiere auch spannende Aktienunternehmen und möchte dir helfen, bessere und rationalere Entscheidungen treffen zu können. Heute geht es um eines der wichtigsten Themen für Anleger, nämlich Inflationsschutz, ganz speziell aber den großen Inflationsirrtum, den es immer wieder gibt, der immer wieder auftaucht, wenn Anleger sich vor Inflation schützen möchten. Ich selbst sage immer wieder, ob es in meiner Academy ist oder auch im Podcast oder auch hier auf YouTube, dass es wichtig ist, einen Inflationsschutz mit der Geldanlage aufzubauen und das Geld nicht einfach auf dem Konto liegen zu lassen oder nur auf festverzinsliche Wertpapiere zu setzen, weil man sich genau dort hohen Inflationsrisiken aussetzt. Weil dann heißt es ja so oft, auch in ökonomischer Theorie, das Sparbuch ist sicher und auch festverzinsliche Anleihen wie Staatsanleihen sind sicher, aber sie sind eben sicher, weil sie keine Wertschwankungen haben, aber nicht sicher gegenüber dem Inflationsrisiko. Das sehen wir nicht als Wertschwankungen. Wir sehen einfach nur, dass andere Preise steigen und merken irgendwann, okay, wir können uns scheinbar doch nicht mehr so viel leisten, wie wir es eigentlich vorhatten. Das macht das Ganze so gefährlich. Dieses Inflationsrisiko ist unsichtbar, Wertschwankungsrisiken sind sichtbar. Also wenn du verstehen willst, wie du dich richtig vor Inflationsrisiken schützt, dann habe ich darüber im Podcast gesprochen. Ausführlich geht es darum, auch in meiner Academy, auch mit kostenfreier Videoserie. Alle Links findest du in der Beschreibung. Hier soll es vor allem darum gehen, was aber dieser Inflationsschutz, der heute oft versprochen wird, nicht leisten kann. Denn ein zentraler Bestandteil ist, in Anlageklassen zu investieren, die einen gewissen Inflationsschutz bieten. Das funktioniert überall nochmal unterschiedlich, aber immer wieder tauchen dabei die Anlageklassen auf rund um Aktien, auch vielleicht bestimmte Aktien nach ausgesuchten Kriterien, inflationsgeschützte Anleihen oder auch Rohstoffe, vor allem Edelmetalle. Davon versprechen sich viele Anleger einen Inflationsschutz. Dazu kommen auch noch Immobilien, die sind vielleicht noch etwas außen vor, weil die kann man nicht mal so einfach über die Börse kaufen, beziehungsweise nur über indirekte Vehikel. Aber auch Immobilien zählen im Grunde dazu. Nun haben wir eine Inflationsrate gesehen, die schwankt natürlich auch von Monat zu Monat, von Land zu Land und Berechnungsweise zu Berechnungsweise. Aber nehmen wir mal diese 7,3%. Und jetzt sagen Anleger, okay, ich muss mich vor Inflation schützen, wir haben ja hohe Inflation und ich will mich auch davor schützen. Es ist der erste Irrglaube, davon auszugehen, dass man sich vor diesen 7,3% schützen kann. Diese beschreiben einen Preisanstieg, der bereits geschehen ist. Das heißt, Preise sind bereits um 7,3% gestiegen. Wenn mein Geld in dem Zeitraum nicht mitgestiegen ist, dann habe ich diesen Kaufkraftverlust schon erlitten. Ein ganz einfaches Beispiel macht es wahrscheinlich klar, wenn du an die Tankstelle fährst und vielleicht vor 2-3 Monaten hat ein Liter Benzin 1,50 Euro gekostet und jetzt kostet er 2 Euro, dann kannst du dich nicht mehr vor diesem Preisanstieg schützen, indem du jetzt für 2 Euro den Liter Benzin kaufst und ihn bei dir in den Keller packst. Dieser Preisanstieg ist dann schon drin, den zahlst du ja mit. Und das gilt genauso bei allen Produkten, Anlageklassen, in die du jetzt investierst. Das heißt, wenn wir eine Inflationsrate von 7% hatten, dann ist auch davon auszugehen, dass 7% Preisanstieg schon in Kursen, beispielsweise von Edelmetallen, bereits drinsteckt. Und wenn wir jetzt aber einen Schritt weiter gehen, dann kommen wir dem noch größeren Irrtum auf die Schliche. Denn nun könnte man ja sagen, okay, aber die Inflation geht ja weiter. Es gibt ja auch in Zukunft wahrscheinlich noch eine gewisse Inflation. Nehmen wir einfach mal an, dass wir über die nächsten 12 Monate eine Inflation von 6% erwarten. Dann könnte ich ja sagen, alles klar, ich investiere jetzt beispielsweise in inflationsgeschützte Anleihen. Ich kriege also eine Anleihe, beispielsweise eine deutsche Bundesanleihe und die Inflationsrate nochmal on top gezahlt. Oder ich kann auch sagen, alles klar, dann gehe ich ja in Rohstoffe, weil wenn Rohstoffe weitestgehend inflationsgeschützt sind, dann sollte ich ja bei einer Inflationsrate von 6% auch mindestens diese 6% Rendite über die nächsten 12 Monate machen. Zumindest dann natürlich, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben. Aber genau das stimmt nicht. Genau davor wird eben nicht geschützt, denn das ist eine erwartete Inflation. Und das, was der Markt bereits an Inflation erwartet, ist auch heute schon in den Kursen enthalten. Auch hier das Tankstellenbeispiel, wenn ein Liter 2 Euro kostet und alle davon ausgehen, dass dieser Liter in einer Woche 2,50 Euro kostet, ja, was wird dann passieren? Alle werden zur Tankstelle fahren, die Nachfrage wird so hoch sein oder Tankstellenbetreiber werden selber den Preis schon anheben, dass der Preis schon heute auf diese 2,50 Euro steigt. Auch hier werden Erwartungen sofort Handlungen von den Marktteilnehmern auslösen. Und das lässt sich auch faktisch beweisen. Schauen wir uns dafür einfach mal eine Bundesanleihe an. Und eine Anleihe gibt dir einen festen Zins, sie wird aber auch zu einem gewissen Kurs gehandelt. Und in der Vergangenheit und auch heute haben wir es gesehen, dass gerade bei deutschen Staatsanleihen es der Fall ist, dass man eine Anleihe
über dem Ausgabepreis kauft und dadurch eine negative Rendite entsteht, sogenannte Negativzinsen. Es gibt einmal diese klassischen Bundesanleihen mit einem fixen Zins und dann gibt es die quasi nochmal leicht abgewandelt, die haben auch einen fixen Zins, aber sagen, wir zahlen on top nochmal die Inflationsrate. Und die können wir uns in der Praxis anschauen, denn das verdeutlicht genau diesen Inflationsirrtum. Ich habe zwei vergleichbare Bundesanleihen rausgesucht mit einer Restlaufzeit von knapp 12 Monaten. Schauen wir uns die Standard-Bundesanleihe an, dann sehen wir, diese hat eine negative effektive Rendite von minus 0,3% pro Jahr. Gehen wir auf die inflationsindexierte Anleihe, sehen wir eine negative Rendite von 5,9%. Das heißt, wir haben zwischen beiden eine Differenz von 5,6%. Wenn wir jetzt keine Inflationsrate haben, eine Inflationsrate von 0%, dann würde der Anleger, der die inflationsgeschützte Anleihe kauft, 5,6% weniger Rendite erzielen als der Anleger, der die normale Staatsanleihe kauft. Bei einer Inflationsrate von 4% wäre die inflationsgeschützte Anleihe immer noch schlechter, da wir aktuell eine Differenz von 5,6% haben. Diese Differenz ist das, was der Markt aktuell erwartet. Kurse gleichen sich aus, preisen Erwartungen des Marktes eben ein und durch diese eingepreisten Erwartungen entsteht eine Renditedifferenz und das ist eben diese Inflationserwartung. Und das zeigt, dass diese Inflationserwartung in den Kursen enthalten ist. Bei 4% Inflationsrate denken Anleger, dass sie sich jetzt vor Inflation schützen, wenn sie dort investieren, aber diese ist schon eingepreist. Erst wenn die Inflationsrate höher ist als erwartet, wenn es zu unerwarteter Inflation kommt, also in diesem Fall höher als 5,6%, dann schneiden die Anleger besser ab, die jetzt auf diese inflationsgeschützten Investments gehen. Und das lässt sich an diesen Anleihen hervorragend verdeutlichen und auch ganz konkret berechnen. Aber wenn diese Erwartungen dort eingepreist sind, dann sind sie es auch an den anderen Märkten. Dann sind sie es am Aktienmarkt und dann sind sie es auch im Rohstoffmarkt. Das heißt, die bisherige Inflation, die ist geschehen, vor der können wir uns nicht mehr schützen, so gern wir es auch würden. Und die erwartete Inflation ist ebenfalls heute schon in Preisen enthalten. Die Inflation, vor der man sich schützen kann, ist die unerwartete Inflation. Und wenn die Inflationsrate niedriger ausfällt, als sie aktuell erwartet ist, dann kann es eben auch negative Rendite geben. Das ist aber auch okay, das macht Inflationsschutz ja erstmal nicht schlechter, denn per se ist Inflationsschutz eben ein Schutz gegen hohe Inflation und dafür ist er ja auch gut geeignet. Man darf nur nicht verstehen, dass ein Schutz in der Regel nicht kostenlos kommt und eine Absicherung in der Regel nicht kostenlos kommt, auch wenn Fondsmanager, Börsenmedien das immer so verkaufen, so nach dem Motto, wir sind klug, wir machen Absicherung. Aber Absicherung kostet immer auch Geld, manchmal vielleicht auch verlorene Rendite oder auch einfach Kosten. Und es ist in meinen Augen enorm schwierig, auf Inflationsraten zu wetten, beziehungsweise der Meinung zu sein, besser eine Inflation vorhersagen zu können als der Markt. Wenn man aber sagt, man möchte sich gerade vor diesem Szenario sehr hoher Inflation schützen, dann kann man trotzdem in Inflationsschutz gehen oder diesen fokussieren. Man sollte es nur mit den richtigen Erwartungen tun und ganz viele falsche Erwartungen werden hier geschürt. Der bessere und richtige Weg in meinen Augen ist, sich immer vor Inflation zu schützen. Nicht nur dann, wenn die Inflation gestiegen ist, weil dann ist es oft zu spät, sondern sich zu schützen, bevor es zur Inflation kommt. Sich also auch für Inflation und Inflationsschutz zu interessieren in den Jahren 2017, 18, 19, bevor wir Inflationsraten hatten. Und das verdeutlicht eben auch, warum finanzielle Bildung in diesem Bereich so wichtig ist, weil man dann genau das auch umsetzen kann und nicht erst dann, wenn alle schreien, oh, es gibt Inflation, schützt euch jetzt. Dieses falsche Timing erlebe ich immer wieder und auch wenn man bei Google Trends guckt, wann die Leute sich für Inflation interessieren, dann natürlich dann, wenn die Inflationsrate gestiegen ist. Das ist eben schade, weil Inflationsschutz ist gerade vorher am effektivsten. Ich hoffe damit, dass du es besser machen kannst und dass du nun auch weißt, was ein Inflationsschutz bringt. Wenn das so ist, lass mir gerne eine Bewertung da, abonniere auch gerne den Kanal, wenn du kein Video verpassen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal oder in einem der anderen Videos.